Willkommen auf Klemmbar, deinem Steinchenkanal. Und ja, wir haben heute wieder ein neues Set, was wir uns anschauen, beziehungsweise das Set ist schon ein bisschen was älter. Wir haben die 75012, den Bugspeeder mit Sidecar und ein schönes Clone Wars Set. Gab es vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2014, also gut 2 Jahre. Ja, trotzdem wirklich ein sehr solides Set. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Set, wird schon tausendmal was zu gesehen haben oder es sogar selbst besitzen oder es auf der Wunschliste haben. Davon gehe ich mal aus. Zumindest vielleicht ein paar der Figuren. Und wir haben hier 226 Teile, eine UVP von 29,99 € und 4 Minifiguren, von denen 2 exklusiv sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal relativ entspannt mit der Anleitung an, so wie wir es kennen. Und was ich direkt mal besonders finde an der Anleitung, die hat so ein bisschen, die ist so ein bisschen glatter vom Papier. Ja, also fühlt sich auf jeden Fall anders an als die neueren Anleitungen. Irgendwie, ja, ein bisschen was Besonderes als Umschlag. Und ja, da haben wir vorne einmal das Set, was mit dabei ist. Und was ich so witzig finde bei dem Set, es ist Platz für drei Minifiguren, es sind aber 4 dabei und man sieht auf so vielen Bildern einfach nur diese 3 Figuren. Ja, so war es bei mir damals auch. Als ich es gebraucht gekauft habe, da hat einmal ein Kommando-Droid gefehlt. Aber gut, das nur so als Randinfo. Also, das sieht man meistens so. Da fehlt die 4. Figur, aber gut, halb so wild. Wenn wir jetzt mal hier reingucken, haben wir zum Beispiel auf der hintersten Seite ein paar schöne Minifiguren abgebildet. Wenn ich jetzt mal so überfliege, ja, ich habe kaum welche von denen, aber wirklich schöne Figuren, so ein bisschen animiert, ein bisschen in Action gezeigt, ist ganz schick, ja, zu der Zeit gab es ja auch schöne Figuren, so ist es ja nicht. Farblich, sage ich mal, ja, passt das auch, was hier so mit vertreten ist. Und die Bauschritte, wie ihr es von damals halt noch kennt, 2013, ich mache mal kurz eine Seite auf, da ging es halt auch schon los, ne? Jedes Steinchen einzeln, es wird oben gezeigt, was wir brauchen, dann wird's verbaut, ein Aufkleber noch drauf. Ja, es war relativ einsteigerfreundlich, die Anleitung. Hat jetzt nicht unbedingt den größten Bauspaß, muss ich dazu sagen. Ja, es ist okay, aber naja, ich denke mal, man kauft es ja auch nicht wegen dem Bauspaß, dieses Set. Genau, UVP 30 €. Für damalige Verhältnisse glaube ich nicht unbedingt das günstigste Set, ja, aber gerade in Bezug auf die Teile, aber so an sich, ja, ist es okay. Heute würde man das für das Geld natürlich gerne kaufen. Gehen wir mal kurz auf die Speeder ein, danach gucken wir uns die Figuren an. Ich meine, deswegen seid ihr ja auch hier und dann gebe ich noch mal kurz meinen Senf ab. Kaufen, nicht kaufen, zu welchem Preis und und. Fangen wir einfach mal an. Hier haben wir einen Speeder für die Kommando-Droids. Ja, ihr seht schon, stickertechnisch 1, 2, 3, 4 und ja, da noch ein fünfter. Kann natürlich sein, wie gesagt, es ist gebraucht, dass vielleicht irgendwo ein Sticker mal fehlt oder so. Aber so an sich, die Stickerqualität ist noch ganz okay. Wurde natürlich alles krumm und schief damals aufgebracht von dem Vorbesitzer. Nicht verwunderlich, es war ein Spielzeug beim Vorbesitzer. Also alles in Ordnung. Und ja, die Anleitung erklärt uns ja, dass wir hier quasi eine Minifigur mal reinsetzen sollen. Aber ja, wenn man mal so guckt, der Kommando-Droid, den muss man dafür ganz schön verbiegen. Und der sitzt ein bisschen sehr unnatürlich da drin, wie ich finde. Also auch wenn man sich die Anleitung anschaut, das ist offiziell so, dass man dann den so reinsetzen soll. Der sitzt da genauso komisch. Klar, der Speeder ist gemacht, dass man da mit Minifiguren normalerweise drin sitzt, die normale Beine haben. Aber finde ich dann trotzdem schon wieder so ein bisschen schwierig, wenn dann die Kommando-Droids da rein sollen. Dann hätte man den ja, huch, da fällt es mir auch schon auseinander, da hätte man auch damals einfach mal so ein bisschen was anders machen können. Hätte man einen Brick mehr Platz lassen können oder so, dass die Figur sich auch richtig hinsetzen kann. Oder hier vorne noch eine Lücke reingebaut, wie auch immer. Also das ist ein bisschen schade, aber naja, an sich ein solider Speeder kann man auch sicherlich für das ein oder andere Mock einsetzen. Und ja, macht man jetzt nicht viel falsch mit. So, zack, jetzt machen wir mal den Kommando-Droid wieder zurück in die Reihe. Also zu dem Speeder brauchen wir, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Schön gebaut irgendwo, ja, farblich, wenn es halt reinpasst. Ich meine, zu Clone Wars damals hat es immer sehr gut gepasst, so Blautöne. Wurde ja auch häufiger verwendet.
Ja, alles in allem ein kleiner Speeder. Ich glaube, so eine ähnliche Version gab es irgendwo auch mal in einem Set mit Asajj Ventress. Welches Set genau, weiß ich gerade nicht. Aber der kommt mir bekannt vor aus anderen Sets noch. Kann auch sein, dass ich hier gerade totalen Blödfug erzähle, aber ja, solides Teil. Und dann hier, was aber wirklich mal ein exklusiver Build war, ist hier das Sidecar, beziehungsweise der Speeder mit Sidecar. Ich meine, den Speeder, so wie er hier abgebildet ist, den kennen wir heute, ja. Also so diese Grundbasis, die haben wir heute zu Mass. Ob das jetzt alles eins zu eins so ist wie bei den neueren Sets, will ich nicht unterschreiben, aber so in der Basis hat sich da ja nicht so viel getan. Und besonders ist halt hier noch dieses Sidecar, was bei mir gerade so ein bisschen aufgegeben hat. Nein, okay, das wurde da unten nie verbunden. Okay, also es ist normal, dass es wackelt. Ich habe das Set damals gebraucht gekauft und es stand seitdem gefühlt auch nur im Regal. Von daher, ja. Fällt mir da jetzt auch nicht, fällt es mir gerade erst so auf, ja, aber gut. Was haben wir denn hier? Wir haben Platz für zwei Minifiguren. Einmal hier und einmal da drüben. Hier drüben haben wir sogar für drei, da sind drei Noppen Sitzfläche quasi frei. Das heißt, hier drüben im Sidecar hat wahrscheinlich ein Kommando-Droid besseren Platz. Ja, es geht, ja, der bräuchte noch ein Stück mehr, aber der hat theoretisch mehr Sitzfläche als hier in dem Speeder, der extra für ihn dabei ist. Also. Das hätte man halt ein bisschen anders lösen können. Aber die Teile sind halt auch riesig groß, ne? Und ja, was kann man zum Speeder sagen? Spielfunktion geht so. Der Speeder an sich ist eben die Spielfunktion, sage ich mal. Wir haben hier nochmal zwei Flickkanonen. Kann man dann hier seitlich einfach so rausflippen. Mal gucken, sieht man's? Ja, natürlich, die fliegen überhaupt nicht. So, mal gucken. Ja, da hinten rollt's. Ja. Diese Kanonen, die habe ich noch nie verstanden. Die haben noch nie wirklich viel Kraft gehabt, aber das geht. Ja, ist in Ordnung. Funktioniert. Hier haben wir noch eine kleine Kanone drauf, weil da normalerweise Rex sitzen sollte auf der Seite. Und dann konnte er hier mit der Kanone ein bisschen rumschießen. Und dann hat das funktioniert. Ansonsten, ja, ein paar Sticker. Hier sogar auf den Gleitern sind sogar Sticker drauf. 1, 2. Auf der anderen Seite genauso. Bisschen unschön. Ja, hier oben der Sticker auch komplett vollgeklebt. Und hier vorne bei dem ist auch nochmal so ein Sticker drauf. Es ist okay. Ist jetzt keine krasse Materialschlacht. Hier drüben haben wir auch nochmal einen Sticker, ja. Prince hätten es auch gelöst. Und ich denke mal, wenn man das Set ohne Aufkleber aufbaut, sieht es genauso gut aus. Ja. Also finde ich jetzt hier nicht so notwendig. Aber gut, das ist eben das Speederbike. Interessanter Bild auch hier, ja. Wird nur mit der Technikachse hier zusammengehalten, das Ganze. Ja, ich denke mal zum Spielen wirklich auch ein solides Set. Ja, preislich, UVP, finde ich es trotzdem ein bisschen teuer, aber so an sich solide zwei Speeder, mit denen kann man was anfangen. Die Figuren sind nicht verkehrt. Noch irgendwas halt für den zweiten Kommando-Droid wäre halt ganz schön gewesen, aber gut, ist nicht gewesen, ist nicht dabei. Müssen wir mit leben. Gut, dann würde ich sagen, wir haben das Set, die Hauptsachen sozusagen abgefrühstückt. Jetzt kommen wir zu den Minifiguren, ja. Keiner kauft Sets wegen Minifiguren, würde ich behaupten. Das ist eine grobe Lüge, ne? Niemand kauft, will Minifiguren haben. Wir haben hier aber vier Stück dabei, die ganz nett gemacht sind. Und wir fangen einfach mal an mit den uninteressantesten wahrscheinlich. Und zwar mit der SW0359. Das sind hier die Kommando-Droids. Bei mir damals, als ich es gebraucht gekauft habe, das müsste so ein bisschen über ein Jahr her sein. Da hat leider einer gefehlt, aber ich habe über andere Sets mittlerweile auch noch einen zweiten und einen dritten dazu bekommen. Also das ist gar kein Problem, deswegen kann ich das Video jetzt auch machen. Ganz normale Kampf Kommando-Droids, jetzt nichts Besonderes. Pro Figur kommen wir da etwa auf einen Wert von 2,50, also 5 € für die Figuren. Ist okay, ja. Passt, sind ja auch momentan in The Clone Wars wieder zu sehen gewesen. Also, ja, Figuren, die nicht altern, schöne Figuren. Ich mag die wirklich. Aber gut, ist jetzt nicht der Kaufgrund für das Set, würde ich mal behaupten. Danach haben wir hier einen Obi-Wan. Ich meine, wir haben ja bisher so wenige gehabt. Da musste natürlich auch in diesem Set ein Obi-Wan sein. So haben wir den Fokus. Ja, halbwegs, halbwegs, hoffe ich. Ja, nichts Besonderes. Da mit einem Wendegesicht, das ist vielleicht noch eine Besonderheit. Die Haare sind ähnlich wie aus den Clone Wars Sets aus 2008 damals, wie im Gunship, da hatte der auch die Haare. Ich glaube, die Farbe müsste auch genau dieselbe sein. Und normales Lichtschwert, Beine bedruckt, Gürtel bedruckt, Torso bedruckt, Arme nicht bedruckt und Rücken hat auch ein Print. Das ist eigentlich ganz solide, ja. Eine schöne Clone Wars Figur, große Augen, so wie es sich gehört. Und ja, das ist die SW0449.
Kostet etwa 4,30 € und ja, mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Ja, solide Figur, macht man nichts falsch mit. Jetzt aber, also die Figuren, die wir jetzt hatten, sind so 10 € etwa vom Wert. Ja, und dann noch die Speeder dazu. Ja, passt. Jetzt haben wir aber natürlich noch den Kollegen hier im Raum stehen. Und ich gucke gerade mal, wird das ein bisschen besser mit dem Licht oder stelle ich das vielleicht mal ein Stück dunkler? So, hier haben wir nämlich Captain Rex in der Phase 2. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, diese Figur ist wirklich, ja, besonders, sehr besonders. Einen eigenen Mold für den Helm, wenn ich mich da nicht komplett täusche, oder? Nee, im Moment, das war ein ganz normaler 501. Normaler Phase 2 Mold müsste das sein. Aber an sich, nein, nein, ich erzähle Quatsch, das ist ein eigener Mold gewesen. Es sei denn, ich habe mich jetzt gerade doppelt selber verwirrt. Ich meine, es war ein eigener Mold. Auf jeden Fall, wir kennen es ja alle aus The Clone Wars. Der Helm ist ja zusammengeschweißt. Hier vorne sieht man die Schweißnaht. Mit dem neuen Phase 2 Teil unten müsste das der Phase 1 Teil gewesen sein. Oder irgendwie so war es ja von der Theorie gedacht. Kommt daher mit zwei normalen Blastern in der Hand, zwei kurzen Blastern, hat keine Armbedruckungen, dafür Beinbedruckungen und der Torso ist bedruckt. Wir haben keinerlei ja, Gürtelbedruckungen, sage ich mal. Dafür haben wir zwei Stoffteile dabei. Einmal hier so ein Cape, was über die Schulter geht und nochmal ein schöner Rock. Ich weiß, es hat wieder einen anderen Namen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Damals war das ja noch aus Plastik hier, aus Stoff, ne? Finde ich eine sehr solide Figur. Wir haben hier unten drunter natürlich sein Gesicht. So, mal gucken, will der Fokus heute oder nicht. So, na, es geht, es geht. Auf jeden Fall hat er einen schönen Bartwuchs. Ähnlich wie die Clone Wars Edition von damals, also die Phase 1 Rex-Version. Der Bart ist hier ein bisschen dichter und ein exklusiver Kopf natürlich. Und ja, Helm drauf, also Wendegesicht hat er natürlich auch keins. Helm drauf. Und das war es an sich jetzt keine wirklich krass besondere Figur, so von den Prints und allem her. Müsste eigentlich eine Standardfigur sein irgendwo. Aber wie ihr wahrscheinlich wisst, ist diese Figur teuer. Ja, und wenn man mal so guckt, Bricklink etc., die Figur geht für einen Hunderter knapp. 100, 105, auch mal weniger. Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, gerade gestern oder vorgestern, hat mir einer von euch in die Kommentare geschrieben, dass er an einem Tag oder innerhalb von kurzer Zeit sich drei Stück, glaube ich, davon gekauft hat von den Rex in verschiedenen Preisklassen. 30 €, 50 €, 70 €, 60 € irgendwie sowas. Zu dem Preis kriegt man es auch. Ich habe damals das Set gebraucht gekauft für einen Zehner. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, war ein Spottpreis. Das sind quasi hier rechts die drei Figuren, die haben den Wert oder die Teile, ja, die Teile nicht, aber das war wirklich ein guter Deal. 100 € bringt diese Figur jetzt unter anderem aber auch mal auf den Markt, wenn sie einen guten Zustand hat. Meine Figur, muss ich sagen, dafür, dass sie auch bespielt wurde scheinbar, hat die aber wirklich einen guten Zustand. Also die hat jetzt keine groben Kratzer oder Macken. Ja, an sich eine wirklich solide Figur. Vom Zustand her würde ich jetzt mal sagen, eine 2. Ja, ist jetzt nicht krass abgenutzt. Man merkt es vielleicht an den Gelenken so ein bisschen. Aber alles in allem, ja, viel wurde die Figur nicht bespielt. Ich habe auch keine Cracks irgendwo erkennen können an den Armen. Also das passt alles soweit. Aber da ich so viel gerade darüber spreche, das ist ein wichtiger Punkt für euch, wenn ihr dieses Set gebraucht kauft oder die Figur gebraucht zum Beispiel kaufen wollt, achtet wirklich drauf, dass alles stimmig ist. Die Beine müssen passen, der Torso muss passen, der Helm muss passen, der Kopf muss passen. Dann noch hier die Stoffteile dazu. Das muss wirklich alles stimmen. Und guckt, dass die Figur keine Risse hat und so weiter und so fort. Es sei denn, ihr kriegt sie natürlich sehr, sehr günstig. Dann kann man wieder drüber sprechen. Aber auch wenn ihr das Set kauft, die 75012, da gibt es Leute, die verkaufen das Set dann für 40 € ohne Minifigur und hoffen halt drauf, dass jemand das Set kauft und nicht gemerkt hat, dass die Figur ja gar nicht dabei ist. Und da bitte wirklich aufpassen, weil 40 € ist das Set zum Beispiel nicht wert. Ja, auch 30 würde ich sagen, ohne Rex ist die Figur einfach das nicht wert. Deswegen schaut, wenn ihr das Set kauft, dass die Figur dabei ist, wenn ihr die denn auch haben wollt. Und wenn ihr die nicht braucht oder so, sondern einfach nur das Set noch haben wollt, ohne Rex,
zahlt nicht zu viel dafür. Das ist es auch irgendwo nicht wert. 30, 40 € ist zu viel dafür. So 25 ohne Racks ist in Ordnung. Und auch mit Racks, ich persönlich würde wahrscheinlich nicht über 50, 60 € gehen, wenn ich wirklich unbedingt diese Figur haben will. Dann muss es aber auch alles stimmen. Ja, vielleicht noch der Karton dabei. 100 € sind schon wieder, würde ich fast sagen, Liebhaberpreise. Es wird für 170 € teilweise inseriert, das Set. Einfach nicht machen. Nee, nee. Also 170 € für dieses Set wäre, finde ich, viel zu teuer. Klar, irgendjemand bezahlt es immer, aber schaut, dass ihr es günstig bekommt. Vielleicht macht ihr irgendwo einen Schnapper in einem Konvolut oder so, auf dem Flohmarkt, irgendwo. Und ja, schaut, dass ihr das Set einfach günstiger bekommt. Weil, wie gesagt, 180 € kriegt ihr es auf jeden Fall gekauft, aber das wollt ihr nicht ausgeben, da seid ihr am Ende nur traurig. Kauft ansonsten die Figur einzeln, wenn ihr nur diese Figur braucht oder wollt. Und jetzt gerade durch das 501. Battle Pack erlebt die Figur natürlich nochmal einen Hype. Jeder will die Figur noch haben. Also die Preise, wo die hingehen, mal gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die irgendwann vielleicht nochmal günstiger werden, die Figuren. Vielleicht kommt ja auch ein Remake noch, dass sich Lego denkt, gut, wir machen den nochmal in neu, vielleicht mit dem neuen Helm-Mold, dass auch noch ein Loch neben ist, dass man nochmal irgendein Attachment dran machen kann. Wie auch immer, das wissen wir natürlich nicht, vielleicht noch mit schönen Armprints, aber diese Figur ist wirklich ist einfach schön, ja. Ich finde auch, sie wirkt so ein bisschen der Zeit voraus, weil der Geist, den wir jetzt heute mit den Minifiguren haben in den Battle Packs, der Geist steckt in dieser Figur schon drin. Die Liebe zum Detail, ja, ein bisschen was anders gemacht einfach, ja. Und ich finde, das macht auch die Figur irgendwo wieder besonders, wobei sie eigentlich zu heutigen Verhältnissen relativ Standard ist. Aber sie gliedert sich auch super halt ein, wenn man jetzt heute die 501. baut. Die Figur passt einfach rein. Also das ist wirklich grandios. Ein Remake wäre natürlich trotzdem nochmal schön, dass auch jeder die Chance hat, einen Rex zu bekommen in Phase 2. Gerade auch jetzt nicht, um teure Liebhaberpreise zu zahlen, sondern einfach so zum Battle Pack nochmal einen neuen Rex. Das wäre doch mal was. Ja. Aber gut, mal sehen, was Lego sich noch einfallen lässt. Vielleicht werden wir ja mit einem Gunship überrascht, wo nochmal ein Rex dabei ist. Das wäre natürlich schön. Und wenn nicht, ja, man kriegt ihn ja noch zu kaufen. Und wenn ihr auch Glück habt, vielleicht mal einen Schnapper macht. Wie gesagt, 10 € das ganze Set, halt ohne einen zweiten Commander-Droid. Und dann ist das Ding auch gut. Ja. Aber das soll es auch gewesen sein. Ich habe genug gesprochen. Ihr habt meine Empfehlung gehört wieder zum Kaufen. An sich eine Kaufempfehlung des Set. Nur nicht zu jedem Preis. So wie immer, bleibt zweistellig im Preis. Und dann ist das, glaube ich, für alle ein guter Deal. Und klar, wenn ihr es wollt, dann gebt auch mehr aus. Ich würde es nicht machen. Ich muss auch sagen, es wurde schon häufiger wieder günstig verkauft. Ich war auch einmal kurz davor, das Set nochmal zu kaufen für, ich glaube, ein Fuffi mit Rex dabei und Karton und alles. Das war natürlich innerhalb von einer Minute verkauft. Das habe ich nicht bekommen. Aber ja, so viel dazu. Das soll es gewesen sein. Lasst gerne einen Kommentar da. Habt ihr das Set? Habt ihr die Figur? Was habt ihr bezahlt? Habt ihr es damals aus dem Laden direkt geholt? Dann ja, würde es mich natürlich mal interessieren. Und lasst eine Bewertung da, Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss.